Hallo Leute, willkommen wieder zurück zur nächsten Runde. Wir versuchen jetzt nochmal auf sehr schwer dieses ganze Ding hier zu schaukeln. Es wird wahrscheinlich wieder so ausgehen wie beim letzten Mal, aber man weiß ja nie. Vielleicht ist Ehre, das deine Glück uns Signale. heute heut. Eure dunkle Zelle. Ja, selbe Strategie wie das letzte Mal, weil alles andere bringt nichts. Mein Bogen ist Schon Feuer. tausendmal ausprobiert. Sturmbock bereit, my Lord. Sehr wohl, Sire. So, Ladies. Du opferst dich mal für das Ja, Wohl der Sire. Allgemeinheit, Kollege. Du holst jetzt mal die ganzen dreckigen Scharfschützen hier vor. So schnell ich kann, Armbrust Sire. Scharfschützen mit Zielzugfernrohr. Das Bild geht mir gerade nicht aus dem Nochmal Kopf. her. Okay. Natürlich. So schnell ich kann, Sire. Sofort, mein Herr. Natürlich. Ah, So schnell ich Zickzackbewegungen kann, scheinen ja Sire. doch sehr effektiv zu sein, Sofort, ha? mein Herr. Natürlich. So schnell ich kann, Sire. Sofort, mein Herr. Natürlich. Ey, aber So es trifft schnell aber ich keiner kann, von denen, das Sire. ist genial. Sofort, Okay. mein Herr. Und wieder Natürlich. zurück. Bevor du hier abgeschossen wirst. Ja, so viel dazu. Hat sich ja dann erledigt. Was Gut. gibt's? Allzeit bereit. Unsere Sündenbock ist Ja, gestorben. Sir. Dann können Mein wir hier Lord? weitermachen. Womit kann ich dienen? Okay, ihr kommt mal Wir alle rücken hierher. aus. Wie wir es beim letzten Mal auch gemacht haben. Nur diesmal habe ich vor zu gewinnen, statt zu verlieren. Mal schauen, ob wir das diesmal hinkriegen irgendwie. Wahrscheinlich nicht. Aber man weiß ja nie. Okay, Gunther kommt zum Besuch. Oh, Peter. Schon mal Kopfschuss gehabt. Ja, jetzt weiß er, wie er sich fühlt. So. Okay. Die Einheiten stehen bereit. Perfekt. Wir müssen gucken, dass wir mit so wenig Schlanzenträgern wie möglich da nachher da durchrennen. So, die nächste Artillerie steht in den Startlöchern, die sterben will. Okay, da hauen wir durch. Bäm und haut sie weg. Komm, Brüder. Wenn das wenigstens mal den Armbrust- und Bogenschützen so gehen würde. Okay. Und das, jawoll. Rücken aus. So, dann tun wir mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, dass es mal ein bisschen schneller vonstatten geht. Ich habe da keine Lust, da ewig Zeit zu warten. Eure Befehle? Okay, Leute. Jetzt geht's wieder hier ins Angemachte. Ein weiter Weg. Genau das ist das, was mich ankotzt. Guck mal, wo die stehen. Hier sind die entlang gelaufen. Genau hier. Und die ballern den beinahe einen vor die Rübe. Und? Ah, diesmal nicht. Zum Glück. Okay. Ihr könnt auf uns zählen. Hat er immer einen geschossen. Ah, ich glaube, ich bin bekifft. Was auch nicht. Und weiter. So. Wir müssen natürlich ganz strategisch wieder vorgehen. Wenn es nach mir ginge, würde ich einfach mal einen Frontalangriff machen. Einfach mal voll mit allen Einheiten hier durchgerennt. Aber leider ist das uns nicht gegönnt. Sehr wohl, mein Herr. Okay, Wir dahin durch. rücken aus. Gut, die Einheiten stehen da vorne. Perfekt. Wohin gehen wir? So, ihr kommt mal Sind auf dem dahin. Weg. Ihr Im kommt gleich Rücken. im Einsatz. Jetzt speichern wir erstmal den ganzen Spaß hier ab. Unter Drecksschwein-Mission. Ja, ich habe schon mal ein paar Bin zur Mal Stelle. versucht, hier anzusetzen Rücken irgendwie. aus. Hat nicht so funktioniert. Pfeile bereit. Und? Wohin Ah, ich da hören die kann. auf zu schießen, die Vollidioten. Visiere an, Ziel angepeilt. Pfeile Jawoll. bereit. Sieht gut aus für uns. Bogen gespannt. Und? Ah? Visiere an, Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Bogen gespannt. Jawohl, eine nach dem anderen. Visiere Komm, an, down mit Ziel denen. angepeilt. Ja, und unsere Pfeile Armbrüste bereit. sind Bogen gleich weg vom Fenster. gespannt. Scheiße. Visiere an. Okay. Sind auf dem Hier Weg. stellt euch mal dahin. Ziel Habt ihr bessere angepeilt. Chancen, jetzt zu Zielen zu treffen? Oh, perfekt. One-Hit. Ja. Okay. Die scheinen hier ganz gut wegzuklatschen. Sehr gut. Und wir sind im November 1221. Das ist auch noch recht früh momentan. Das trifft sich auch sehr gut.
Ah, kommt, haut's weg. Leute. Eine nach dem anderen. Keine von euch soll überleben. Bitte das fette Schwein jetzt die ganze Zeit rumposaunen. Ja, ja, das Schwein ist schon lustig. Auf seine Art und Weise. Wobei es eigentlich total krank ist. Okay. Jawohl, klar, sind sie weg. Na, wenigstens die Bäcker habt ihr getroffen. Was anderes. Die schützt auf dem Turm nicht. Okay. Das wird ziemlich knapp von der Zeit her wieder. Juni. Dezember kommt das fette Schwein, glaube ich. Okay, und er will einfach nicht fallen. Er will nicht fallen. Pfeile bereit. Bogen gespannt. Wie Bogen gespannt. Was, er wird Sprachfehler da dabei hat. Geil. Mein Bogen ist euer. Ziel angepeilt. Okay, jetzt aber. Das, warum muss der auch so blöder in der Ecke sitzen, der Depp? Ja? Ja, und? Komm, zwei Treffer oder einer noch. Und, ist er weg? Jawohl. So, Optionen. Dann setzen wir mal das ganze Ding wieder runter. Sonst wirst du mich hier schnell weg vom Fenster wie sonst was und speichern nochmal ab. Dreckschwein Mission 2. So, okay, perfekt. Wunderbar. Hoch mit euch. Ihr werdet nachher noch ein bisschen werden. Allzeit bereit. Und so, jetzt brauchen wir euch. Ihr kommt da mal schön in die Ecke rein. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Ja, bitte. Okay. Mein Wunsch? Auffüllen, Leute. Und weh, ihr versaut's wieder. Ihr könnt auf uns zählen. Nasse Angelegenheit gehen. Das wird einfach schwierig. Wir sind allzeit bereit. Wirklich in den Graben. So, jetzt müssen wir hier nur Acht geben, dass sie ja wirklich uns den Weg frei ebnen. Desto mehr von denen überleben, desto besser. Okay. Wohin gehen wir in den Graben? Allzeit bereit. Wie tief ist es? Womit kann ich dienen? Ich will nur diesen Weg hier haben. Nein, darunter. Kommt, Leute. Ich hoffe, das Vertrauen in euch. Und? Und? Komm. Boah, nee. Meine Stiefel sind undicht. Ey, das gibt's nicht, oder? Die Vollhonks. Da hat nur mal wieder ein ganz kleines Stückchen wieder gefehlt bis zum Ende wahrscheinlich. Ja. Na, klasse, können wir gleich schon mal neu machen. Und laden. Eure Befehle? Rücken aus. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Okay, bleibt wohl keine andere Wahl. Wir müssen, egal wie, dieses Loch stopfen. Allzeit bereit. Wie tief ist es? Womit kann ich dienen? Schlamm, nennt euren Wunsch. Und unsere Einheiten sind natürlich wieder die Vollhorste der Natur. Das ist genial. Wohin gehen wir? Wie tief ist es? Allzeit bereit. Bin zur Stelle. So, jetzt machen wir mal ein bisschen anders. Jetzt machen wir hier ein bisschen Volksarbeit. Ja, genau. Treffen gleich wieder. Volle Kanne, die Deppen. In Bewegung. Pfeile bereit. Unsere Bogenschützen taugen einfach nichts. Womit kann ich sie angelegen? Eure Stiefel sind undicht.
Schau, guck ich das doch mal an. Die ballern wie die Geisteskranken, ey, und die schießen uns alle nach dem anderen weg. Okay, ohne Bogenschützen ist das ganze Ding sowieso zum Scheitern verurteilt. Dass die keine Ecke hier ausräuchern können. Ihr könnt auf uns zählen. Okay. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Ja, kommt weg da. Vielleicht packen wir das auch so noch. Nee, das ist unfassbar. Das ist einfach nur unfassbar, wie vier Armbrustschütze einfach unsere ganze Armada hier auseinandernehmen. Okay. Gut, Rambok, du bist dran. Schau, guck dich das doch mal an. Die laufen weg. Die laufen einfach ums Verrecken weg, ey, und werden einfach gnadenlos niedergeschossen. Okay, versuchen wir es jetzt erstmal so, ansonsten müssen wir noch neu starten. Das bringt sonst nichts. Das muss jetzt schnell vonstatten gehen. Am meisten Sorgen machen mir die Pikinieren, weil die Armbrüste sind, sobald wir drin sind, keine Probleme. Und das Burgfräulein, das wird auch geschlachtet. Okay. Ich seh dir das einfach mal an. Ja, wir haben schon so viel Schaden. Und zu lange braucht schon. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie wir sonst die Mission hier schaffen können. Kein Problem. Okay, Leute. Womit kann ich dienen? Und weiter. Servo. Eine Botschaft des Schweins. Schwein gehabt. Boah, ich hasse dieses fette Vieh. Es ist einfach unfair. Es ist wirklich einfach nur unfair. Man schafft das vom Zeitlimit her kaum, weil die schon so dämlich sind und kaum hier wegschießen können. Okay, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen beeilen. Ja, bitte. Wie tief ist es? Ihr könnt auf uns zählen. Im Schlamm. Wohin gehen wir? Nasse. Allzeit bereit. Stiefel sind wundig. Kann ich wirklich in den Graben? Okay. Nennt wie tief Wunsch. Ist es? Ja. Ich mal, guck dich doch mal an, wir werden gnadenlos niedergeschossen. Ey, das ist doch einfach nur unfair. Guck doch mal dahin. Jeder einzelne Schuss von den Bastarden sitzt, das ist ja gerade das Problem. Ey, leck mich doch fett. Und laden. Bogenschützen bereit. Okay. Ich hab langsam die Schnauze gehörig voll. Diese Drecksarmbrüsten auf diesem fucking Turm da, die gehen mir tierisch auf die Eier. Nennt euren Wunsch. Wie tief ist es? Unsere Einheiten machen alle das nur, was sie nicht sollen. Das ist unfassbar. Ich mal, guck dir das mal an. Ey, wir werden gleich ins Fegefeuer genommen. Ihr könnt auf uns zählen. Meine Stiefel sind undicht. Wirklich in den Graben? Ah, kommt. Ja, ihr sollt nicht umkehren. Wie tief ist es? Womit kann ich dienen? Das ist ja das, was mich auch ärgert. Statt dass die Idioten da weiterkramen, wo sie gerade stehen. Nein, sie müssen hier rumherum laufen. Mach den Weg auf. Ich weiß nicht, was ich verkehrt mache. Also viele andere LPR, oder zumindest ein Teil davon, machen die Mission auch. Genauso auf dem Schwierigkeitsgrad auch. Und zwar teilweise genauso. Ich habe mich extra erkundigt. Aber meine Leute machen einfach, was sie wollen. Guck dir, ey, guck dir das mal an. Der schießt einmal, tötet zwei Einheiten. Sturmbock bereit, my lord. Das macht so keinen Spaß. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Eure Befehle? Rücken aus. Das Problem ist, es kostet mehr Zeit, die Armbrüste jetzt noch da abzuballen. Womit kann ich dienen? Meine Stiefel sind undicht. Ich kann da machen, was ich will. Wenn wir die von der Turm ist,
gibt diese eine Stelle, da kann man die hier, wenn man hier auf dem Berg steht oder so, kann man die von da aus gezielt abschießen nacheinander. So ein kleiner Bug ist das von den Einheiten. Aber wir kommen noch nicht mal dran, weil unsere Einheiten so dämlich sind und schießen sogar noch in den Boden. Hier werden wir gleich ins Fegefeuer genommen, kaum wenn die da sind. Das ist doch brutal, das ist wirklich hardcore. Und die machen, ey, guck dir das an, da wo sie graben sollen, drehen sie sich um und gehen weg. Jo, mich juckt das jetzt gar nicht mehr, ne? Ja, ja, ist nicht mein Problem, du willst die Burg erobern, mir ist eine Zahl dafür, juckt mich nicht, ne? Das ist einfach nur scheiße. Das Problem ist, ich will auch umgehen unsere Streitkolbenkämpfer da hinschicken. Weil die brauchen, die sind das Wichtigste von allem nach unseren Bogenschützen. Okay, okay, kommt Leute. Das müssen wir den noch hinhauen, oder? Jawohl. Jawohl. Komm, da kommt ihr wenigstens zurück. So, Rambok, Attacke. Und zwar schnell. Gut. Ihr könnt schon mal in die Startposition gehen. Sobald das Ding hier offen ist, schicken wir schon mal den Teil hier rein. Oder was wir auch machen? Nein, das bringt nichts. Können wir vergessen. Sturmbock bereit, my lord. So, rein mit dir. Sturmbock wird bewegt. Da sollst du hin. Sturmbock wird bewegt. Gefahr, my lord. Ja, das ist schon klar durch. Des Schweins wird bald hier eintreffen. Das Ding ist schon so gut wie durch. Ja, bitte. Das wird etwas schwierig. Sind auf dem Weg. Ihr könnt auf uns zählen. Wir rücken aus. Und weiter. Ein Kinderspiel. So, Leute, auch. Ja, genau. Jetzt, wo wir drin sind. Jetzt, wo wir drin sind, wo wir gut ausgesehen haben, hätten wir es geschafft. Das ist doch jetzt eigentlich schon euer Ernst, oder? Alter, nein. Nein, 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 nein. Leute. Pass 8. Ich habe gerade einen Pulsdruck von 200 Atü auf dem Kessel. Ich hab mehr Drehmomente wie ein Alkoholkranke. Also, das war jetzt der Moment, wo wir es beinahe geschafft hätten und die Zeit nicht gelangt hat. Leute. Ich hasse diesen Rotz. Ah, verdammt. Okay. Heimat des Schweins und flüchtet in das Fädelland jenseits davon. Ihr müsst entschieden und schnell vorgehen, bevor das Schwein mit diese Mission packen wir. Und wir werden sie packen. Egal wie. Mit einem Rambock, yes, we can. Und das Schwein sagt, no, you can't. Und ich sage, yes, we can, you fucking bitch. So, Leute, ich würde mal sagen, bevor ich mich jetzt unnötig noch weiter aufregen würde, sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Zaubergrold und dann klatschen wir dieses fette Drecksvieh durch die Wand in den Grill und fressen es danach auch noch. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.